Servus und herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Ja, wir haben Anfang September und die Hirschbrunft steht vor der Tür. Für viele von uns Jäger ist das wirklich was Besonderes und die wenigsten von uns haben eigentlich die Möglichkeit, auf Rotwild zu weitwerken. Ich selbst habe bis jetzt zweimal die Möglichkeit und die Erfahrung gemacht, in Ungarn auf einen Rothirsch zu jagen. Und da mag ich euch heute nochmal mit hinnehmen. 2019 war die erste Reise. Zusammen mit ein paar Jagdfreunden war ich im nördlichen Ungarn unterwegs und wir hatten ein paar spannende Jagdtage in einem tollen Revier. Es kamen immer wieder Hirsche in Anblick, doch für mich war dieses Jahr leider kein passender Hirsch dabei. Ja, auch sowas gehört leider zur Jagd, aber dennoch, wir waren eine lustige Truppe und hatten dort eine sehr schöne Zeit. Darüber hinaus habe ich dort sehr nette Leute kennengelernt, die mich auch in meiner Zukunft begleiten sollten. Nach dem Corona-Jahr 2020 ging es für mich in 2021 nochmal nach Ungarn. Neues Revier, neues Glück. Und gleich am ersten Morgen ging es dann richtig zur Sache. In einem Kahlschlag machten wir einen Hirsch aus, der hier die Morgensonne genoss. Ich höre auch noch heute die Worte vom Hirschführer.
Eine Runde. Das, was danach an mir vorging, könnt ihr euch gern im ganzen Video anschauen. Was der Schwierige? Ja. Lass das mal erst. Für mich ging es dann noch weiter ein paar Tage auf die Jagd, doch leider ohne erfolgsversprechenden Anblick. Oftmals ratlose Gesichter entsprechen sicherlich nicht der Vorstellung, die man sich bei so einer Jagd wünscht. Aber so ging auch dieses Erlebnis zu Ende und ich habe mit der Situation meinen Frieden geschlossen. Was macht ihr denn gerne? Fahrt ihr lieber zur Rotwildbrunft oder schaut ihr lieber ums heimische Wild? Rehwild, Schwarzwild? Was alles so unterwegs ist. Lasst gerne einen Kommentar mal dazu da. Und natürlich würde mich über Abo freuen. Der Button, den findet ihr da unten. Es kostet auch nichts und tut auch nicht weh. Und in dem Sinne wünsche ich euch allen, egal ob es jetzt auf die Rotwildbrunft geht oder nicht, ein Weidmanns Heil, immer eine saubere, sichere Kugel. Und bis zum nächsten Video. Macht's es gut. Servus.